Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die an Tag 36, Tag nach der Horde. Wir können noch schnell ein paar Skillpunkte vergeben. Wir können jetzt unseren Altstoffsammler einmal hochmachen. Und dann haben wir noch einen Punkt übrig, den können wir noch in Donnerbüchse reinmachen. Da lädt sie nochmal schneller mit nach. Gut. Wir haben gesagt, wir fliegen ein wenig. Da hinten ist ein Drop, den wir uns holen wollen. Mal gucken, wie das noch funktioniert. Kommen wir erstmal ein bisschen an Fahrt. Okay, mit Leertaste gehe ich nach oben. W gedrückt halten. Okay, mit C gehe ich runter. Verstehe, alles klar. Ungefähr weiß ich, wie es funktioniert. Also Leertaste geht da vorne nach oben. Und mit C ein wenig wieder runter. Mit rechts und links können wir ein bisschen ausbalancieren. Funktioniert schon mal sehr gut. Ja, geile Nummer. Ich glaube, wir müssen aber ein bisschen höher gehen, wenn hier schon die Bäume sind. Nicht, dass wir uns gleich hier komplett abschmieren. Ja, mal gucken, wie der Loot Drop liegt, ob wir da rankommen. Es sieht immer so langsam aus, wenn man damit fliegt, aber man ist, glaube ich, die schnellste Möglichkeit, über die Karte zu kommen. Da hinten ist die Wüste. Da waren wir ja soweit. Da hinten ist dann Wasteland. Schon eine ziemlich große Stadt, wo wir sind. Ich glaube, das ist schon fast Maximum die Größe. Oh, der Drop ist in der Wasteland. Ich glaube, den lasse ich lieber mal liegen. Ich will da nicht unbedingt landen. Von hier oben sieht das so simpel aus. Oh, geil. Jetzt sieht man gar nichts. Schnee, Wasteland. Machen wir mal hier hinten den Punkt hin. Gehen wir mal so hier rüber. Ich suche, wie gesagt, das Schneebiom. Ja. Und ich hoffe, ich finde es auch irgendwann. Am besten mit einem Trailer oder sowas. Wir haben echt viel Sprit schon verloren. 87, ne? Also der frisst schon ganz gut, muss man sagen. Hier kommt schon wieder die Wüste. Aber dann sehen wir wenigstens gleich wieder was. Sehr bergig. Wir scheinen das Wasteland komplett mit Wüste umzingelt zu haben. Ach herrlich, fliegen. Sehr schön, freut mich. Oh, da vorne sieht es aus, als wenn da eine Stadt ist oder sowas. Waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir sogar, oder? Ne, waren wir noch nicht. Nee, ist nicht wirklich eine Stadt. Einfach nur simple POIs. Da hinten, ganz hinten links oder jetzt geradeaus, wo irgendwo Wüste steht, da ist es ein bisschen weiß. Blink einfach mal in die Richtung. Was? Ja, da ist Schnee. Wir haben Schnee gefunden. Aber wir haben schon Unmengen an Sprit verloren.
Finde ich zumindest. Wir haben alle Mods drin. Das Ding braucht trotzdem super viel Sprit. Hoffentlich findet man da noch eine schöne Stadt. Ich glaube, wir müssen eh rüberfliegen. Hier also quasi direkt hin. Weil hier nur Wüste ist. Direkt hinterm Wasteland, ey. Aber es führt da zumindest eine Straße entlang, oder? Ist das eine Straße? Müsste eigentlich sein. Hier ist noch eine kleine City. Oder? So eine kleine Wüstencity wahrscheinlich. Naja. Wir fliegen in der Wüste, in den Schnee. Wenn ich noch hochkomme. Alter. 64% Sprit nur noch. Und man sieht nichts. Man fliegt quasi blind. Das ist jetzt extrem blöd. So sehe ich halt nichts. So ein bisschen runtergehen. Nicht zu stark. Oh, 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 oh. Oh, hier ist was. Wir sind angekommen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hier ist der Eck. Oh, wir sind direkt beim Händler gelandet. Aua. Was eine Begrüßung. Wir sind direkt beim Trader Rack gelandet. Geil. Das heißt, wir haben hier alles freigeschaltet. Get lost. Moin, mein Freund. Hier, ich habe ein paar Sachen für dich, die kannst du alle haben. Und das nicht. Was hast du denn Schönes für uns? Eisen. Du hast ja bisher gar nichts. Eine Drohne, eine Dreier. Bringt uns auch nicht weiter. Scharfschützengewehr. Nee, danke. Ha. Schade. Aber lass uns doch mal hier zwei, drei Quests machen. Nein. Nein. Direkt eine Befehler befallen? Why not, ne? Motorrad. Da können wir doch mal alles einladen. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Sieht nicht so riesig aus, aber wenn wir hier ein bisschen was Befall machen können und dann noch eine Vierer, ist das ja halt ganz nice, ne? Ich meine, das wird nochmal eine Nummer krasser wahrscheinlich.
Laden wir schon mal nach. Und dann gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger jetzt durch, ne? Die erste Quest muss ja nicht gleich hier voll. Eieieiei. Da kommen sie schon, die Grünen. Und treffen mich auch direkt. Weil ich es einfach nicht kann. Na egal. Da liegt ganz schön viel rum. Ja, freut mich. Sind wir in der Wüste angekommen? Können jetzt schön gemütlich nochmal 1, 2, 3 Quests hier machen. Ne, wir bleiben bei der Collegejacke. Einfach 10% schneller laufen, ist geiler. Und dann sehen wir weiter, was wir hier noch machen können. Und zur Not fliegen wir halt zurück. Okay, hier oben haben wir alles. Schuhe kann ich nicht looten. Ich hätte echt erwartet, dass da einer drin ist. Ach stimmt, das ist ja eine Dreier eigentlich, ne? Ich vergaß. Oh, dein armer Kopf. Machen wir hier erstmal weiter. Haben wir hier noch was zu looten? Den Müll natürlich. Ein Schnitzelchen. Okay, von hier kommen wir. Das heißt, wir können die Garage looten. Einen Punkt zu vergeben. Wo machen wir es rein? Lucky Looter. Ich glaube, wir gehen da weiter in Wahrnehmung einfach rein. Oh, 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 oh. Wow! Du warst schnell bei mir. Okay, Quest erledigt. Eine 5er Stahlaxt. Nahkampfschaden 40, Blockschaden 142. Ja, das können wir austauschen. Wir ändern das. Dann nehmen wir doch die Stahlaxt. Ist ja schon das erste Upgrade. Und die Quest ist geschafft. So, haben wir hier noch irgendwas?
Bevor wir uns an den Endblut dran machen. Scheinbar nicht. Yes, das ist endlich One-Hit. Ja, der Loot ist krass. Der Loot ist doch mal krass. Ui. Verändern. Aus, aus. Aus, aus. Zack, zack, zack. Verändern. Können wir den kaputt machen? Obwohl, es waren Sechser, ne? Mal was als. Das können wir noch rausmachen. Haben wir noch einen Slot? Ne, haben wir nicht. Egal. Boah, das ist doch mal... Hat sich doch gelohnt. Wo ist mein Auto? Mein Bike? Da ist es. Ja, das kann ich gleich verkaufen. Und dann gehen wir mal abgeben. Wollen wir gleich doch direkt die nächste annehmen. Oh. Hi, Wolf. Miau. Ja, das können wir gleich verkaufen. Kannst du auch haben. So, was hast du noch? Das ist alles extrem weit weg. Können wir noch so eine machen? Weil bocken tut es ja, muss ich ja sagen. Schlagschrauber Stufe 1 freischaltet. Nice. Pumpgun Stufe 5 freigeschaltet. Und automatische Schrotflinte auch. Aber gut, die haben wir ja. Das stört uns jetzt erstmal nicht. Ups. Alter, was ist denn hier los? Ah, Poppin' Pills ist es. Da muss ich reingucken. Geht nicht anders. Da muss ich reingucken. Oh, Blaserbike, nicht schlecht. Immerhin. So, Befallener. Was? Achso. Aber zu, also müssen wir. Das haben wir auch schon mal gemacht. War nicht hier, aber. Da ist entriegelt. Da ist zu. Ich würde hier gerne ein bisschen schneller durchrennen, aber.
Aber genau deswegen nicht. Wow, die waren, der war One-Shot. Wir müssen nur säubern, ne? Ja. Mehr haben wir hier nicht. Hallo. Auf mich zu schlagen. Das zu. Antibiotika. Oh, Medica sind wir auch durch. Mann, nervst du mich. Oh. Yep. Ich hab's doch geahnt. Geht's raus. Noch ein 6er-Item, nice. College-Jacke. Mann, die machen schon wieder eine Action draußen. Oh. Eigentlich klingt es bisher ziemlich easy, aber trotzdem habe ich echt einen heilen Respekt davor. Safe. Okay, was können wir hier noch looten? Nur da ist ein Knopf, den ich drücken muss. Will ich den drücken? Eigentlich nicht, ne? Ich habe wahrscheinlich keine Wahl. Wow! Ich dachte, die ist befallen hier. Weiß nicht, mir kam es jetzt nicht so stark vor. Machen wir erstmal Geldautomaten auf. Money können wir gebrauchen. Das nicht, eine Schatzkarte. Ja, ist okay.
Bisschen Munition. Da ist die wichtige Kiste. Wow. Einfach über 300 Schuss drin. Noch ein 6er Item. Machen wir es das so. Wo ist mein Motorrad? Da hinten. Ach ja. Dann können wir die jetzt auch noch schnell abgeben. Holy shit, der Bär. Der Bär. Oh Gott, wir sind zu voll. Wir haben nur zwei Quests gemacht. Wie weit sind wir denn jetzt hier weg? Eigentlich gar nicht so weit, ne? Ich glaube, ich würde gleich schon mal wieder zurückfliegen wollen. Vielleicht schaffe ich es noch, den Händler abzufliegen. Und dann erstmal zu Hause ausladen und dann können wir neue Pläne schmieden, wie wir weiter vorgehen. Hallo. Ist zwar jetzt ganz nett so hier, aber die Stadt ist nicht so groß. Und ich würde, wie gesagt, eigentlich ganz gern auch mal jetzt die, quasi die 6er-Quest machen. Mal gucken. Ein bisschen Munition haben wir jetzt ja schon gekriegt. Now get lost, bum. Dann kannst du den haben, das kannst du haben. Die anderen Sachen behalten wir, glaube ich, erstmal. Wo ist denn das Geld da? Und das kannst du auch haben. Okay, werden wir mal so machen. Ich werde jetzt nochmal zu dem anderen im Wasteland rüberfliegen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Könnte knapp werden. Und dann erstmal nach Hause und dann dementsprechend ausladen. Huch. Hier ist auch noch eine City, ne? Ah, die hatten wir schon. Und dann kann ich am nächsten Tag nochmal bei uns die Händler abfahren. Gucken, was die noch so Schönes haben. Beziehungsweise Tag 37 ist E-Händler-Reset. Aber gut, wir haben im Schnee zumindest den Rack. Das ist schon mal ziemlich geil. Das heißt, wir könnten 6er bei uns machen. Und im Schnee ein 6er. Beziehungsweise vielleicht lotst du uns auch ins Wasteland. Ich weiß es nicht. Das könnte interessant werden. Also ihr seht, wir haben noch einiges vor uns. Trotzdem müssen wir sehr, sehr stark an der Horde-Base arbeiten. Das ist so das, was uns, glaube ich, sonst... Ja... echt brenzlig werden lassen könnte, also die ganze Situation. Weil das habe ich jetzt gemerkt, wir müssen da mit Pfeilen jetzt anfangen zu arbeiten, sodass wir nicht mehr so viel Munition benötigen. Oder wir müssen Munition craften. Beziehungsweise, ja, was heißt craften? Wir müssen 7,62 mm Munition herstellen, auf jeden Fall. Weil damit habe ich sie relativ gut abgearbeitet bekommen. Ach guck mal, schaffen wir sogar noch. Können wir noch zusammen reingucken. Da ist auch ein Landeplatz für uns.
Gehst du auch mal runter? Oh, Sicherheitshalber. Ey! Wir sollten die Kohle vielleicht mitnehmen. Da haben wir zum Großteil auch. Mal schauen, was der Gute hier im Angebot hat. Den könnten wir auch noch leveln. Im Wasteland leveln. Hahaha. Auch nochmal krass. Ey, was hast du denn Schönes im Angebot? Forge ahead. Da fehlen uns, glaube ich, auch nicht mehr viele. Die nehmen wir jetzt mal mit. Dann können wir uns selber den Schmelztiegel bauen. Benzin. Da können wir uns auch selber herstellen. Neue Schmiede, Juckersaft, 3er MP5, Schockstab. Das ist jetzt alles nicht so das Geilste, was du hast. Leider nichts im Angebot, was wir jetzt so gebrauchen könnten. Ich werde schauen, dass ich noch zu den Huge hinkomme. Und dann... ein Bär. Würde ich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich hier nicht verrecke. Ach du Scheiße. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.